Herr Weber, weiß mal. Ja, entschuldigen Sie, natürlich. Können Sie nicht einen Moment warten, bis ich ein bisschen eingezogen bin, vielleicht? Ja? Augenblick mal. Kleine Sekunde. So, Vorsicht mit dieser Kiste. Ja, Vorsicht mit der Kiste. Da ist Glas drin. Da ist Glas drin. Ist denn die Tischplatte wieder fest? Ist schon alles gelaufen, Meister, ist fest. Wunderbar, danke schön. So, Herr Weber, weiß mal. Ja, ja, ich höre Ihnen zu. Ich soll also ein heiteres Stück für Ihr Theater schreiben. Also, lieber Freund, ich bin zwar Schriftsteller, aber ich bin nicht lebensmüde. Ja, ja, ich finde das gar nicht so ulkig. Aber ich mache Ihnen zum 10. Mal meinen Vorschlag. Wir nehmen eine literarische Vorlage. Vorsicht! Vorlage. Moment mal. Können Sie sich folgende Situation vorstellen? Eine Blumenfachverkäuferin der PGH Alpenwind versucht, einem Professor einen völlig unqualifizierten, weil abgeblühten Chrysanthemenstrauß anzudrehen. Und da sagt der Professor: Mensch, Schlampe, wie redest du denn? Sie meinen Pygmalion. Ja, ja. Wie? Das kennen Sie? Bernhard Schorner, hören Sie mal. Oder meinen Sie mein Fair Lady? Es grünt so grün. Also der begreift mein das. Gott, jetzt hat's das begreift der nie. Könnten Sie nicht mal mit dem Weber Weichmann sprechen? Kein Sessel mehr nach Feierabend, Meister. Auch der Packer braucht seine Entspannung. Ja. Hier ist die Rechnung, wir sind fertig. Ah ja, danke. Ja, hier noch eine kleine Unterschrift. Aha. So. Ja, gut. Man dankt. Ja, danke auch. So. Ich werde das überweisen. Ja. Hallo, Herr We... Moment. Wie, ist denn noch was? Ja, ich wollte bloß sagen, dass dies den Chef sicher freuen wird. Ja. Wie? Ach so. Ja. Ja, entschuldigen Sie, das ist ja klar. Entschuldigung. Hm. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Bitte. Viere sind wir. So, vielen Dank. Ja, wir haben zu danken, Herr Schulze. Ja. Wir haben zu danken. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, Herr Weber, weiß ich mal, ich bin wieder da, ja. Jetzt wird hier etwas Ruhe sein. Sie wissen ja, es ist schwierig. Dreimal umgezogen, so gut wie... Moment. Wie, nochmal? Vielen Dank. Ja, Herr Weber, weiß ich mal. Ja, jetzt ist endgültig Ruhe. Ja? Ja, also wo waren wir stehen geblieben? Heitere Gegenwartsprobleme. Ja, natürlich. Warum nicht? Mache ich. Gern. Jederzeit. Nur da muss man die Augen offen halten. Man muss einen Riecher haben für komische Situationen. Ja, die werden einem nicht in die Stube getragen. Moment mal. Augenblick mal. Also jetzt hört doch der Spaß auf. Ja, das sind doch überhaupt nicht meine Möbel! Nein, das sind meine. Bitte. Oh. Bitte, wieso stellen Sie Ihre Möbel in meine Wohnung? Das ist meine Wohnung, ich habe eine Einweisung. Ja, na glauben Sie, ich bin Schwarzmieter. Tja, bitte? Gellertstraße 37, 3 Treppen rechts. Ja, das stimmt. Na also. Moment. Das ist doch gut. Ja, bitte! Was? Sie? Gellertstraße 37, dritte Etage rechts? Das stimmt! Ja, ich kann ja lesen. Ich bin Schriftsteller. Schulze Peter Schulze. Schulze Petra Schulze. Aha, bitte? Ach, auch mit TZ? Nein, ohne. Ja, das macht ja nichts. Das ist... Ja, was machen wir denn nun? Ja, was machen wir nun? Darf ich das nochmal sehen? Ja, bitte. Ja, Kernhausen. Auch der Ort stimmt. Na, hören Sie mal, ich weiß doch, wo ich engagiert bin, nicht? Engagiert? Moment. Etwa am Theater? Ab Montag. Ich bin Schauspielerin. Ach. Wieso? Haben Sie denn etwa auch etwas mit dem Theater zu tun? Ja, auch ab Montag. Ich bin da der Hausdichter. Ach, ist das eine Katastrophe. Wieso? Haben Sie schon mal was von mir gelesen? Nein, aber was machen wir denn nun? Ja, was machen wir nun? Wie spät ist es denn? Ist kurz nach 5. Und heute ist Freitag? Der 13. Na, ich bin Atheist. Das ändert aber nichts am Datum. Nee, aber daran, dass ich nicht mehr abergläubisch bin. Toi, toi, toi. Freitag, Wochenende, alles zu. Ja. Moment. Das Theater muss doch so einen Wohnungsfritzen haben,
der uns diese Einweisungen zugeschickt hat. Ah ja. Na, der muss her. Aber wie wollen Sie den jetzt noch erreichen? Über Weber Weichmann. Mein Gott, den hatte ich ja ganz vergessen. Wo ist das Telefon? Hier. Ach so, entschuldigen Sie. Das ist der Dramaturg hier am Theater. Ach, können Sie nicht inzwischen mal einen Kaffee kochen? Bei Kaffee fällt mir immer was ein. Na, wenn ich welchen finde. Hallo. Moment. Ich hänge. Ja, gut. Herr Weber Weichmann. Entschuldigen Sie, ich war jetzt wirklich mal einen Moment abgelenkt. Nur stellen Sie sich doch bitte mal vor, was hier passiert ist. Oh, was hier passiert ist. Ja, wir sind hier zu zweit eingezogen. Ja, na nicht mit meiner Frau. Ich lebe ja in Scheidung. Es ist auch keine Freundin. Das ist eine Kollegin. Das ist doch nicht dasselbe, ich bitte Sie. Moment mal. Der gemahlene Kaffee liegt in der Küche. Ach so. Der gemahlene Kaffee liegt in der Küche auf dem Fensterbrett ja. Und das Geschirr in einem Korb oben auf dem Küchenschrank. Auf meinem Küchenschrank? Wieso auf Ihrem? Ich habe da eine eigene Küche, ganz neu gekauft. Ja, ich auch. Hallo, Herr Weber Weichmann. Ja, jetzt hören Sie bitte mal gut zu. Sie müssen uns jetzt helfen. Sie müssen diesen Wohnungsfritzen ausfindig machen, der das alles hier vermasselt hat. Bitte? Wie heißt der? Dallmayr. Naja, wenn man Dallmayr heißt, ist ja eigentlich alles... Ja, der muss hierher. Egal wie... Was ist? Ach, auch das noch. So, na, das ist ja ein tolles Ding. Ja, das ist mir aber nun völlig egal. Ja, aber ich kann doch hier nicht wieder räumen. Ja, wo soll ich auch hin? Ins Hotel? Silberner Bär. Silberner Bär, das weiß ich zufällig. Alle Zimmer restlos ausgebucht. Kreisausscheid, der Imkersparte ohne Bienenkopf. Bienen? Ja, da sind die Bienen. Das geht nicht. Ja. Hören Sie, Herr Weber Weichmann, dieser Dallmayr muss hierher, egal wie. Ja, natürlich. Ja, wir warten hier auf... Nein, ich kann ja nicht warten. Um Gottes Willen, mir fällt eben ein, ich muss ja ins Konzert. Aber Fräulein Schulze wird sofort... Ich habe Karten für den Zirkus für meinen Vater und mich. Oh, sie hat Karten für den... Moment. Vater? Zieht ihr Vater hier auch noch ein? Ach, Quatsch. Der ist Bienenzüchter und wohnt bis Sonntag im Silbernen Bären. Ach so, so ein Unsinn. Bienenzüchter im Zirkus. Nicht Sie, Herr Weber. Jetzt hören Sie mal bitte gut zu. Herr Weber Weichmann, jetzt... Genau aufpassen. Sie machen also diesen Dallmayr ausfindig und sagen ihm bitte, wir legen den Schlüssel unter die Matte vor der Wohnungstür. Er möchte reingehen und hier auf uns warten. Ja, ja, so ist es genau richtig. Ich danke Ihnen schön, Herr Weber Weichmann. Wir müssen uns jetzt ganz auf Sie verlassen. Wir wissen ja auch nicht. Ja, das ist nett. Dankeschön. Wiedersehen. Also nun stellen Sie sich doch mal vor, dieser Dallmayr, ja. Dallmayr, dieser Wohnungsfritze, ja. Sitzt 20 Kilometer von hier entfernt an einem See und angelt. Und wir spielen hier Möbelmesse. Warum gehen Sie damit nicht in die Küche? Das geht doch nicht, da stehen doch zwei Küchen übereinander. So, Zucker? Zucker? Ja? Ja, Zucker, ja, gern. Moment. Ja, ich... Ich hatte noch nicht gesagt, dass ich verheiratet bin. Noch verheiratet bin. Ich hab's gehört. Ach, von wem denn? Von Ihnen vorhin. So, Sie haben gelauscht. Sie haben gebrüllt. Telefoniere ich denn wirklich so laut? Ein bisschen. Waren Sie schuld? Woran? Dass Ihre Ehe auseinanderging. Nein. Nein, nein, natürlich nicht. Meine Frau hat mich betrogen. Man spricht aber nicht für Sie in aller Öffentlichkeit. Ja, das kann man wohl sagen. Sogar in doppelter Hinsicht. Mit Zwillingen? Also erstmal hat sie hinter meinem Rücken ein Fernstudium aufgenommen. Pfui Teufel, und erfolgreich abgeschlossen. Ja, natürlich. Na bravo. Ja, na bravo, das habe ich nach dem ersten Ärger auch gesagt. Aber dann... Oh, darf ich... Ja, dann kam Zobel. Groß, blond und schlank. Wissen Sie, ich habe gut aussehende Männer nie leiden können. Meistens versuchen sie mit ihrem Äußeren innere Mängel zu verdecken. Das sind Heuchler, sage ich Ihnen. Ah, ich werde drüber nachdenken. Bitte. Dieser Zobel, der spannte Ihnen also die Frau aus, ja? Also einem Peter Schulze spannt man nicht die Frau aus. Ich überließ sie ihm. Nobel! Aber nicht von Zobel. Ohne Kampf? Ja. Na, schließlich haben Sie Ihre Frau doch mal aus Liebe geheiratet, nehme ich an. Ja, das hatte ich auch angenommen, 10 Jahre lang. Bis dieser Gockel krähte, dieser Zobel. Ich finde es jedenfalls anständig, dass Sie da verzichtet haben.
Ja, was sollte ich denn machen? Sollte ich ihm ein Ohr abbeißen oder... Ich bin weder Faustkämpfer noch Messerstecher. Ich hasse Prügeleien nicht. Hm? Außerdem ist mit Gewalt überhaupt nichts zu erreichen. Speziell nicht in so einem Fall. Ja, nicht? Genau. Ach, Sie waren wohl auch schon mal... Ich meine, sind Sie auch verheiratet? Nein, so etwas wie verlobt. Aber wir werden sicher bald heiraten, wenn wir uns hier erst eingelebt haben. Ja, Moment, Moment. Hier? Wie stellen Sie sich das vor? In meiner Wohnung? Herr Schulze, wir wollen uns nicht streiten. Nein. Nein. Ja, dann lassen wir uns. Aber dieser Dallmayr muss doch ein völliger Trottel sein, dass er Sie mit in meine Wohnung einweist. Wieso behaupten Sie, ich sei irrtümlicherweise in Ihre Wohnung eingewiesen worden? Oh, wie denn sonst? Ja, Sie sind irrtümlicherweise in meine Wohnung eingewiesen. Ach, was eingedrungen. Ich nie, Sie. Ach, was? Ich gehe ins Bad, mich umziehen. Ja, in mein Badezimmer? Und dann gehe ich in den Zirkus. Und wenn ich zurückkomme, hoffe ich, dass Sie die Arena hier inzwischen verlassen haben. Vergessen Sie nicht, den Schlüssel unter den Abtreter zu legen, sonst kann der Dallmayr ja nicht herein. Ja, ja. Ja, bitte, warum soll ich denn meinen Schlüssel unter den Abtreter legen? Sie... Ach, das hat ja keinen Zweck. 6:30, Donnerwetter, ich muss mich ja auch umziehen. Der Schlips, wo ist mein Schlips? Ich will ins Theater, brauche ich einen Schlips? In welcher Kiste kann der Schlips sein? Nee, da, wo... Was mache ich? Ob ich lieber ins Kino gehe? Oder mit in den Zirkus? Nee, das kann ich nicht mehr. Das gibt's ja nicht. Manschettenknöpfe. Ich brauche auch Manschettenknöpfe, denn sonst geht's ja auch nicht. Ach, Frau Nachbarin. Ja? Haben Sie vielleicht meine Manschettenknöpfe gesehen? Oh Gott, was gebe ich Ihr Manschettenknöpfe ab? Sie müssen doch selber wissen, wo Sie Ihre Sachen haben. Ja, na, ich war 10 Jahre lang verheiratet. Bitte um Entschuldigung. Na, kommen Sie her. Ja? Ich gebe Ihnen meine. Oh. Aber nicht verbummeln. Ach, das ist ja wirklich nett, das... Ich danke Ihnen sehr. Das... Tja. Au. Ach, verzeihen Sie, ich... Ja. Ich habe das... Ich kann's nicht. Wenn Sie... Und Sie? Ja, Sie wollen wirklich alleine leben, ja? Ja, gern. Ach Gott. Ja. Ohne Frau, da können Sie sich ja noch nicht mal das Hemd alleine zuknöpfen. Moment, ach, ja. Ich möchte erst mal hier runter... Ja, machen Sie krempeln. Mal. Ja, so. Oh, nett. Bitte schön. Wissen Sie, es ist natürlich so, ich hätte die Ärmel auch einfach hochgekrempelt lassen können, nicht? Das... Ja, natürlich. Ja. So. Sagen Sie mal... Moment mal. Ist das Ihr Ernst, oder? Was? Naja, das Ding. Was? Ja, die Blume. Der Herr Kavalier wenigstens seinen Mantel ablegen. Ach, natürlich, was? Papa. Da schleicht man sich in die Wohnung der eigenen Tochter wie ihr Liebhaber. So. Du weißt doch, wie gern die Leute reden. Na, erlaube mal, als Vater werde ich ja wohl noch das Recht haben, das neue Zuhause meiner einzigen Tochter in Augenschein zu nehmen, nicht? Oh. Du hättest eben doch lieber morgen kommen sollen. Da wäre auch schon ein bisschen mehr Ordnung hier. Ich bin doch nicht pingelig, mein Kind, das weißt du doch. Nun lass doch bloß die blöde Knipserei, für heute reicht's doch eigentlich. Der Löwe im Zirkus wäre auch ohne mein Blitzlicht unruhig geworden. Unruhig, auf den Dompteur ist er losgegangen, wie er dabei gebrüllt hat. Oh, Kindchen, das muss eine wundervolle Aufnahme geworden sein. Naja. Tja, du, hübsch hast es hier, richtig hübsch, mein Kind.
Mutti wird sich freuen, wenn ich ihr die Bilder zeige. Papa! Was bist du eigentlich so nervös, mein Kind, heute schon den ganzen Tag? Hm? Ich? Ich bin doch nicht nervös. Ich bin höchstens ein bisschen müde. Du, das Wasser wird gleich kochen, dann bekommst du deinen Kaffee, ja? Du, die sind aber hübsch, du. Die kann ich ja noch gar nicht. Hast du dir die neu gekauft, ja? Ich? Schön. Wovon denn? Sag mal, Kindchen, gehört dir die Wohnung etwa nicht allein? Wie soll ich dir das erklären? Oh, brauchst du gar nicht zu erklären, mein Kind, brauchst du gar nicht. Die Möbel gehören deinem Dietmar, nicht? Dietmar? Nein, der besitzt nur eine Truhe aus dem 18. Jahrhundert. Ja, und in der schläft er, nicht? Ja. Nein, nee, dass du auf diesen Haludri reingefallen bist, mein Kind. Dieser Windhund mit Plüschohren. Ja, Plüschohren. Ja. Der hat doch nur andere Frauen im Kopf. Aber der hat eben Pep, ist großzügig und außerdem ein begabter Schauspieler. Naja, das weiß ich ja. Aber was ich nicht weiß, ist, wem da nebenan die Möbel gehören. Du, ich nehme an, die Möbel gehören dem Theater. Ja, dem Theater? Ja, das kann doch sein, dass die Dekorationsteile eines Zimmers vorübergehend untergestellt haben. Ja, gibt's sowas? Ja. Guten Abend. Guten Abend. Was? Ja, nanu, Sie sind ja schon da. Die Schlüssel lagen doch noch unter der Matte. Da stand der Kollege von der Wohnungskommission wohl auf der Straße. Ja, nun sagen Sie, was fällt Ihnen denn ein? Sie können doch hier nicht einfach eindringen. Also jetzt halten Sie mal die Luft an. Bitte? Sie sind doch schuld an dem ganzen Schlamassel hier. Sind denn meine Hausschuhe irgendwo aufgetaucht? Wer ist denn der Knabe? Hm? Dein Dietmar, den habe ich doch ein bisschen anders in Erinnerung, mein Kind. Nein, das ist ja auch Peter. Herr Peter Schulze? Was? Schulze? Ja, so ist es, Herr Dallmayr. Ja, wieso Dallmayr? Das ist doch mein Vater. Dallmayr? Nee, auch Schulze. Na, ohne TZ. Oh, Entschuldigung, jetzt hatte ich Sie für den Wohnungsfritzen gehalten. Entschuldigung. Ach, dann sind das Ihre Möbel hier, ja? Ja, fast. Auf Stottern, was? Erraten. Ja, entschuldigen Sie, meine Hausschuhe. Irgendwo müssen Sie ja sein. Ja, also Kindchen, ich verstehe deine Geheimniskrämereien nicht. Der Junge gefällt mir. Papa, der scheint trüb. Na, das will ich aber nicht hoffen. Nein, wir sind beide in dieselbe Wohnung eingewiesen worden. Ja, davon bin ich felsenfest überzeugt. Nein, das ist ein Versehen. Die Umstände, weißt du... Ach, die Umstände, so. Nein. Ja, nicht so. Die Umstände, die uns in dieser Wohnung zusammengeführt haben, die... Ja. Ach, nur reden Sie doch auch mal was. Ach ja, nur reden Sie doch auch mal was, junger Mann. Aber erzählen Sie mir was Glaubwürdiges, ja? Ja, das ist schon sehr schön. Dein Vater hat völlig recht, Liebling. Wie bitte? Na, er hat recht. Was sollen die Umschweife? Die Situation glaubt uns ja sowieso kein Mensch. Na, das ist doch ein Wort, Kinder, das ist doch ein Wort. Ja. Heiße Bernhard. Nein! Was? Doch, Bernhard, ja. Nein. Ach, weißt du was, Junge? Eigentlich kannst du gleich Papi zu mir sagen. Ja, einverstanden. Also, akzeptiert, Bernhard. Ich bin Peter. Freut mich, mein Junge. Nein, das könnt ihr, das können Sie nicht machen. Nun lass doch endlich das alberne Sie, Liebling. Also, ich bin kein Liebling. Bist du nicht ein kleines Dummerchen? Nur weil mein Vorgänger immer Liebling zu ihr gesagt hat, da soll ich es nicht mehr. Frauen sind da so empfindlich. Ja. Ich glaube, ich ersticke. Soll ich ein bisschen Luft reinlassen? Ja, vielleicht geben wir noch eine extra Vorstellung für die Nachbarschaft. Ach, Kinder, nur zankt euch doch nicht. Und wenn es nur unbedingt mal sein muss. Ja. Mein Junge, du weißt ja, das Schönste an solchem Streit ist hinterher die Versöhnung. Ja, natürlich. Das es ist schon spät geworden. Du kannst bei uns übernachten, ja, Papa? Ja, als Anstandsverbau. Nee. Und außerdem wäre ich doch schön dumm, wenn ich das teure Hotelzimmer verfallen ließ. So ist das. Wenn ich es dir übel nehmen würde? Ich glaube, ich habe mehr Grund zum Übelnehmen, mein Kind. Ja, aber... Kein Ja und kein Aber, nicht? Also, dass du mir den Peter unterschlagen hast, das stimmt mich ehrlich gestanden ein bisschen traurig, stimmt mich das, ne? Ja. Ach, Peppi. Ja, siehst du. Und du, ach, Peppi. Peppi. Ich bin ja gar nicht böse, mein Kind. Schnell, stellt euch zusammen. Rasch noch ein Foto für Mutti. Ein Foto für Mutti, ja, natürlich. Kinder, komm. Na, die wird ja vielleicht Augen machen, wenn ich hier unseren Schwiegersohn auf Hochglanzpapier zeige. Ja, die wird Augen machen. So bleiben. Genau so bleiben. Herrlich. Wunderbar. Früher oder später müssen wir das der Mutti ja doch beichten, nicht? Was soll sein? Papa, gib den Film her. Doch, ich denke gar nicht. Ach du, Junge, was mir da einfällt. Ja? Sag mal, wie hat denn nun der Dietmar das Ganze hier aufgenommen? Wer? Dietmar. Dietmar.
Ach, der hat es eigentlich noch gar nicht aufgenommen. Der. Das heißt, der weiß es überhaupt noch nicht. Ach so. Petra hatte noch Hemmungen. Im Gegensatz zu ihm besitze ich noch welche. Oh. Kinder, nur Kinder, lass das mal den Peppi machen. Wisst ihr was? Ja? Dem schicke ich einfach einen Abzug. Nein, ja. Nein, das kannst du. Aber das kannst du nicht machen. Gute Nacht, mein liebes Kind. Na ja, aufs gute Nachtküsschen von mir wirst du ja heute verzichten können. Ja, ja, das ist wahr. Nacht, meine Junge, Kinder, schlaft recht schön. Gute Nacht, Bernhard. Ja, mach keinen Umstand, ich gehe dann nach raus. Ich mach das schon. Sieh zu, dass ich morgen noch auf den Sprung vorbeikomme. Nett, sehr nett. Macht euch einen schönen Abend, Kinder, macht euch einen schönen Abend. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Vorsicht, Stufen. Tschüss, okay. Peppi. Das ist so. Also das Gute-Nacht-Küsschen hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ob ich das alles bloß träume? Nein, nein. So ist das Leben. So unfassbar. Sind Sie sich im Klaren darüber, was Sie angerichtet haben? Ja, ich bin ja kein Hellseher. Ich erlebe ja die ganze Geschichte auch gerade eben das erste Mal. Sie müssen sich doch irgendwas dabei gedacht haben. Ungewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliches Handeln. Das ist eine Schriftstellerweisheit, oder? Nein, es ist eine Lebenserfahrung. Die Wahrheit war doch zu unglaubhaft. Und außerdem ergeben sich aus dem soeben Erlebten hochinteressante Rückschlüsse auf menschliche Verhaltensweisen. Aber nicht für mich. Ich bin nicht Ihr Versuchskaninchen. Haben Sie denn gar keine Fantasie? Sie als Schauspielerin? Das gibt Ihnen doch noch lange nicht das Recht, mich bei meinem Vater ins falsche Licht zu setzen. Gut, gut. Ich werde mich bei ihm entschuldigen. Bitte. Danke. Bitte? Ja. Oh. Na. Ja, das, da werden Sie ja wohl nun wohl oder übel die kommende Nacht mit mir unter diesem Dach verbringen. Wir machen das so, Sie werden hier in diesem Zimmer Ihre unschuldigen Äuglein schließen und ich dort nebenan. Und hier, wo der Zimmermann das Loch gelassen hat, ja, da stellen wir einfach diesen Schrank davor. Mhm. Die Rückwand lässt sich abschrauben. Damit Sie beliebig hin und her spazieren können, wie? Ja, naja, Moment, die Schranktür können ja nur Sie aufschließen. Ach bitte, fassen Sie mal mit an. Na, hoffentlich fallen die Nachbarn nicht aus dem Bett. Ach was, wir machen ganz leise. Ja. Suse. Ja, Suse. Wach. Oh, schön. Guten Morgen. Guten Morgen. Sagen Sie, sind Sie erkältet? Nein, wieso? Na, weil Sie so zugeknöpft sind. Übrigens, so einen ähnlichen Bademantel habe ich auch mal gehabt. Ich auch. Moment. Morgen, vielen Dank. Bitte sehen. Ja. Aha. Telegramm für Sie.
Für mich? Ja, Schulze ohne TZ. Moment. Ja. Ach so, Entschuldigung. Herr Schulze? Fräulein Schulze? Erwarten Sie einen Container oder Güterzug? Was ist los? Das Telegramm ist für Sie. Nein. Eintreffen Muli? Muli. Sonnabend früh Gruß Güterbahnhof. Muli. Das habe ich geahnt. Das habe ich kommen sehen. Die hat eine Nase für sowas. Muli, Muli, das ist Marie-Louise, ja. Die Schwester meiner, naja, meiner ehemaligen Frau. Oh, wenn die das hier sieht, das ist ja unmöglich. Sie können abreisen mit dem Güterzug. Was für ein Güterzug? Großgüterbahnhof. Das ist Güterbahnhof. Das muss Günter Bandorf heißen. Das ist ein Freund von mir, der hat das Telegramm bestimmt telefonisch aufgegeben. Der nuschelt schon, wenn er denkt. Ja, aber hier muss in der Nähe ein Sportfest sein. Ja? Diese Muli, Muli, die ist nämlich, die ist Sportlerin. Ja. Hier, wie nennt man das? Hm? Spießwerferin. Speerwerferin. Ach, Sie kennen sie? Nein. Marie-Louise Kleinmann? Nein, auch dann nicht. Aha. Das ist jedenfalls entsetzlich. Die kommt. Sonne, ja, wir werden ihr alles erklären. Oh, der Muli kann man nichts erklären. Nichts. Glaubt kein Wort. Was machen wir denn da? Ja, was machen wir denn da? Nur Sie haben doch Fantasie. Was hab ich? Nur Fantasie. Oh, danke schön. Ja, bitte. Ich geh erst mal unter die Brause. Feigling. Es hat geklingelt. Ach so, ist ja gar keiner. Mama, 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 Mama. Ja, ja, ich komm ja. Rund, frei! Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte eigentlich zu Herrn Schulze, Herrn Peter Schulze. Ach, Entschuldigung. Ja, doch, ist richtig. Der wohnt hier. Kommen Sie nur rein. Ja, danke. Ach, Sie sind sicher Muli. Ja. Ich bin Petra. Kleinmann. Marie-Louise Kleinmann. Ja, kommen Sie rein. Ich dachte, der Peter wohnt hier allein. Ach, Ivo. Eine Unordnung hat der Mann im Schrank. Bitte setzen Sie sich doch. Danke. Wir sind noch gar nicht dazu gekommen, uns anzuziehen. Wie bitte? Also wenn diese Ziege kommt, dann stelle ich einfach vor, Gemeindeschwester, danke schön, Gemeindeschwester Petra, die pflegt mich jetzt ein bisschen, ich bin erkrankt. Fabelhaft. Ja, dachte ich auch. Also das ist ja richtig nett, dass du mich gefunden hast. Das ist eine richtige Überraschung. Ja, ja. Dabei hat ihn der gute Günter Bandorf noch gewarnt. Ja, wann soll denn das gewesen sein? Na, in diesem Telegramm, Liebling. Liebling? Liebling? Ja. Also jetzt bin ich auch überrascht. Sie sind also die Ziege. Also bitte, nein, doch nicht du. Ich sprach von der Nachbarin, die ist so neugierig, die kommt immer zu und läutet. Ah, das ist mir überhaupt noch nicht aufgefallen. Ach, ja, da warst du immer nicht da, Liebling. Fräulein Schulze! Oh. Peter, was soll das denn? Du verplapperst dich ja doch dauernd. Also ich schwöre, das ist alles ein Irrtum. Wir kennen uns eigentlich überhaupt nicht. Also jetzt langweilst du aber unseren Gast. Gut, die Ziege ist vergeben. Aber dass du jetzt noch weiter schwindelst... Also ich könnte die Wand hochgehen. Aber nicht, oh mein Schätzchen. Du glaubst gar nicht, wie wichtig derartige Erfahrungswerte sind. Besonders für dich als Schriftsteller. Naja, ich glaube, ich lasse euch erst mal wieder allein. Ich trabe zum Sportplatz. Die Vorkämpfe beginnen. Ach, noch ein Tässchen Kaffee? Nein, die Vorkämpfe. Wenn ich die überstehe, schaue ich noch auf ein Tässchen vorbei. Schalt dich aus, lade ich mich bei euch zum Mittagessen ein. Na, hoffentlich gelingt dir ein Rekordwurf. Danke, du Edel. Aber kommen werde ich auf alle Fälle. Wir freuen uns, nicht? Peter weiß das mannhaft zu verbergen. Ja. Tschüss, bis dann. Peter, toll! Bitte? Es ist sehr bedauerlich, dass man als Mann nicht gleichberechtigt ist. Ach, Sie lassen sich doch sowieso scheiden. Aber ich bin es noch nicht. Ja, wenn Sie mich nicht gestern überzeugt hätten, dass ungewöhnliche Situation, ungewöhnliches Handeln erfordert. Ich wäre nie darauf gekommen. Ach, ja, ach, Ihre Schwägerin hat ihren Speer stehen lassen. Für den Vorkampf wird sie ihn sicher benötigen, ne? Ja, sicher. Ja, Sie müssen ihn ihr nachbringen. Im Schlafanzug? Mensch, sind Sie stur. Nein, nur verbittert. Nur verbittert! Also, wenn Sie so uneinsichtig sind, dann werde ich eben zum Sportplatz gehen. Ja gut, vielleicht gewinnen Sie was. Oh.
Wissen Sie, Sie sind ein... Ja, nur zu, ich kann's gut gebrauchen. Idiot! Sagten Sie noch etwas? Haben Sie denn keinen Schlüssel? Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Zu meiner Tochter, bitte schön. Ja, ist recht. Verzeihung, Ihre Tochter... Ihre Tochter ist leider nicht da und in diesem Zimmer nur schon gar nicht. Das gehört nämlich mir. Ist typisch, meine Tochter nicht da. Ja. Bitte schön, nehmen Sie doch Platz, junger Mann. Jawohl. Ich habe mit Ihnen zu reden. Hä? Ja, ich auch. Ich wollte mich entschuldigen Sie für mein... möchten bitte Platz nehmen, bitte schön. Ja? Gestatten, Schulze, Zuchtfreund Schulze von der Imkersparte Ole Bienenkopf. Schulze, Peter Schulze, Schriftsteller. Optiker. Nein, Schriftsteller. Ich. Ach so. Wenn Sie also mal eine Brille... Sie möchten mich bitte schön nicht immer unterbrechen. Nehmen Sie Platz. Jawohl. Haben wir uns gestern nicht geduzt? Ja, wir können es ja vergessen. Vergessen? Apropos vergessen, was wollte ich eigentlich, wa? Also ich wollte mich entschuldigen, weil ich mich gestern so ungebührlich betragen habe. Oder? Ja. Hätten Sie vielleicht zufällig ein Bohnenkamp im Hause? Ja? Nein, bedauerlicherweise nicht. Oh. Habe ich wirklich nicht. Das ist schade. Sie, das ist jammerschade. Ja. Ich vertrage nämlich keinen Wein, müssen Sie wissen. Überhaupt keinen Alkohol, ne? Ja. Aber heute habe ich zum ersten Mal nach 30-jähriger Ehe, ja, so lange bin ich schon verheiratet, oh. Da habe ich heute zum ersten Mal ein Frühschoppen gemacht, bis ich gewaschen habe. Ja. Und schuld daran sind Sie. Hm? Und dafür habe ich dir... zutiefst zu danken, mein Junge. Ja. Bohnenkamp führst du nicht? Ne? Nein, wirklich nicht, hab ich nicht. Für 47 Mark und 82 Pfennig shoppen du aber immer, ein nach dem anderen. Ja. Nur nicht alleine, nicht? Ach, da kamen so viel liebe Zuchtfreunde an meinen Tisch, mein Junge. Das war ein Kommen und ein Gehen. Aber bezahlt hab ich nur. Ja? 47 Mark und 82 Pfennig. Hm? Ja. Naja, ich habe 48 gegeben, nicht? Oh. Ja, bitte, bitte, halte mich nicht für einen Trinker, aber, wenn ich jetzt einen Bohnen... Du hast ja keinen. Ja. Das sag mal, ist denn mein Töchterchen schon lange weg? Ja? Ja, die ist zum Sportplatz. Und dann ist sie vielleicht zum Theater gegangen. Du, das wollte sie ja schon immer, nicht? Oh. Ja. Ich war ja zuerst dagegen, weißt du? Aha. Und meine Frau auch, nicht? Aber ja. Sie ist gegangen. Ist gegangen. Ja. Meine Tochter, nicht? Ja, ganz klar. Ja. Du musst nämlich wissen, sie ist ein bisschen herzkrank. Oh, nicht? Das ist ja... Na, meine Frau. Ach so. Ja. Und mit der Galle, naja. Oh, na, da hätte Ihre Tochter doch besser Krankenschwester werden sollen. Genau, oh, genau. Oh, das Kind ist ja so vielseitig, sag ich dir. Also, eins kannst du mir glauben, mein Junge. Ja. Wenn ich die Petra wäre, ja? Ich würde den Kunigkeit nicht heiraten. Nein. Wen bitte? Den Dietmar. Ach, den Dietmar. Nein. Nun nicht, dass ich mich scheuen würde, Kunigkeit zu heißen. Bernhard Kunigkeit, bitteschön, nicht? Aber... So ein Schleimscheißer, sag ich dir. Nein. Doch.
Weil wenn ich jetzt ein Bohnenkampf hätte... Also, ich könnte höchstens mal beim Hausvertrauensmann nachfragen. Bitte, Major, keine Umstände, weißt du, ich bin so fürchterlich schläfrig. Na, ruh dich doch ein bisschen aus. Leg dich hin, Bernhard, komm. Hier lang geht es. Weißt du, mein Junge? Ja? Wenn ich nur für 5 Minuten die Augen schließen könnte. Aber selbstverständlich, bitte. Weil ich habe nämlich die ganze Nacht überhaupt kein Auge geschlossen, nicht? Vor Aufregung, mein Junge. Oh, das tut mir aber leid. Ja, weißt du, ich muss nämlich die neue Imkeck... Die neue Echse... Bin ich müde, mein Junge. Ja, bitte. Jetzt weiß ich, pass auf. Ja? Die neue Imker-Import-Musterausrüstung, die muss ich vorführen. Aha. Das vielleicht aufregend sein. Das ist ja klar. Ja, ja. Lieber du, danke schön. Das gefällt mir so an Ihnen, wie du dem Schleimscheißer das Zimmer weggenommen hast. Einsame Klasse, mein Junge, nicht lange gefackelt, gleich zusammengezogen, großartig. Heiße Bernhard. Oh. Ja, das ist schön, aber das ist ein Irrtum. Nein, dein Vorgänger war ein Irrtum. So. Aber jetzt sehe ich völlig klar, mein Junge. Oh, das muss. Und das ist schon gut wieder. So. Bitte, gute Nacht. Gute Nacht, bitte hier. Ja, Bernhard, mach's dir bequem. Das, Moment, ich komme. Oh. So, gute Nacht. Schlaf gut, Schwiegerpeppi. Aufstehen, Sonne scheint. Verzeihen Sie, verehrte Zuchtfreundin. Wissen Sie, wo es hier zum Saal geht? Ich muss nämlich zu meinem Vortrag. Sind Sie vom Umweltschutz? Imkersparte Ole Bienkopf, bitte schön. Ja? Wohnen Sie schon länger in dem Schrank? Nein. Oh. Oh. Oh, ich habe. ich habe heute einen Kopf, müssen Sie wissen, wie eine Eckkneipe. Ja. Wissen Sie vielleicht zufällig, wo hier die nächste Apotheke ist? Ne? Heute ist Sonnabend und Sie befinden sich in Kernhausen. Gellertstraße 37, 3. Etage rechts. Vielen Dank, mein Freund. Bei mir dämmert's wieder. Moment mal. Ja, wohnen Sie etwa auch noch hier? Nein, mein Schwager. Ihr Schwager? Also, Ihr Schwager ist ein wunderbarer Mensch und ein reiner Zufall. Gestatten Bernhard Schulze, Vater von Petra Schulze, freue mich auf diese etwas ungewöhnliche Weise, die Bekanntschaft der zu erwartenden Verwandtschaft des Herrn Schwiegersohns ins P machen zu dürfen. Freue mich. Schwiegersohn, sagten Sie. Peter ist der Mann meiner Schwester, Herr Schulze. Nein. Ja. Was denn? Der Bengel ist schon verheiratet? Doch. Sie leben zwar getrennt, meine Schwester und Peter, aber noch sind Sie verheiratet. Eine etwas eigenwillige Situation, nicht? Hätten Sie vielleicht einen kleinen Bohnenkampf?
bin Sportlerin. Nun möchte ich wissen, wie das nun hier weitergehen soll. Schulze. Schulze. Aufstehen, Sonnenschein. Hier, die Lösung. Schulze. Es gibt zwei verschiedene Einweisungen in ein und dieselbe Wohnung. Oh, aber liebes Frau, sowas gibt's ja gar nicht. Ja, doch, bitte. Ja, das kann man nur aber nicht machen, ne? Man kann ja nicht zwei völlig wildfremde Menschen in eine und dieselbe Wohnung einweisen. Vielleicht ist nicht alles bloß ein Zufall, ein Versehen. Ach, das glauben Sie doch wohl nicht im Herr Ernst. Herr Schulze, der Schein kann trügen. Sie sind verheiratet. Oh, seit über 30 Jahren, ja. Angenommen, Ihre Frau würde uns in dieser Situation erleben. Glauben Sie, dass die uns glaubt? Nein, das wäre furchtbar. Sehen Sie, der Schein trügt. Ja. Guten Tag. Verzeihung, mit wem habe ich das Vergnügen? Schulze. Was denn? Wirklich Schulze? Erscheint Ihnen der Name so ungewöhnlich? Nein, im Gegenteil. Und Sie sind auch Schulze? Schulze. Auch Schulze, ja. Ist ja sehr ulkig. Dann bin ich Dallmayr. Bitte? Ja, wie gesagt, Dallmayr, ja. Wohnungskommission des Stadttheaters. Kollege Weber-Weichmann hat mich informiert, ist alles sehr peinlich. Zweimal Einweisung ausgeschrieben, ja. Matthias Schulze, einmal mit TZ, einmal ohne TZ, zweimal Schlüssel verschickt, ist sehr ulkig, ja. Wer meint Sie? Doch, alles wird ja gut. Ja. Da war mal, ach da, sehr ulkig. Ja. Na, was habe ich gesagt? Aber jetzt müssen wir den Jungen aufklären. Nein. Bitte Sie, dann würden wir ja alles noch viel mehr verwirren. Stellen Sie vor, der hält uns möglicherweise für Einbrecher. Der holt die Polizei, lässt Nachforschungen anstellen. Und meine Frau trifft das Schlag nicht. Bitte lassen wir ihn in seinem Irrglauben. Aber Bienenzüchter. Ja, Sehr ruhig. Ja? Zwei Quadratmeter kleiner. Wie bitte? Als die andere Wohnung, die uns noch zur Verfügung steht. Ja. Leider erst Montag beziehbar. Na, ausgeschlossen, solchem Freinächtigen. Vielleicht könnte man das Provisorium mit dem Schrank bis Montag... Keine Nacht mehr mit diesem Herrn unter einem Dach. Oh. Ja, aber erlauben Sie mal. Diese Schranktür ist doch eine Farce. Hätte ich nicht im Verlaufe der Nacht sämtliche greifbaren Möbelstücke dagegen gestellt, hätte ich die Flucht ergreifen müssen. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass es sich... Sie glauben doch nicht im Ernst, dass es sich so abgespielt hat, nicht? Natürlich nicht. Kollege Dallmayr, wollen Sie mich Lügen strafen? Niemals. Entweder Sie glauben mir oder diesem Herrn. Ja, und bitte. Wissen Sie was? Ich glaube Ihnen allen beiden. Ja, das ist gut. Ja, was machen wir nun? Kollege Schulze. Bitte, du warst doch, ne? Ja. Schulze, Kollege Schulze. Würden Sie freiwillig auf diesen Wohnraum verzichten und bis Montag die andere... Und unter gar keinen Umständen. Unter gar keinen Umständen, bitte. Ja. Und Sie, Kollegin Schulze... Nun, wo die Dame sich durch mich so bedroht fühlt... Sie werden es nicht glauben, Kollege Dallmayr, ich werde verzichten. Frauen sind doch bessere Kavaliere. Oh. Tatsächlich? Mein Wort darauf. Oh. Ach, Sie sind ein edles Menschenkind. Bedanke mich sehr. Komm, bitte. Das sind die Kollegen von der Bühnentechnik. Die haben mich zusammengetrommelt, sehr ulkig. Ja, wird alles gut, Kollege Dahl, wird alles gut. Ja. Ja, Moment mal. Ja, Augenblick noch mal. Was? Hören Sie mal, wenn Sie jetzt verzichten, dann muss ja meine Tochter räumen. Genau, Sie waren ja zu uneinsichtig. Aber ich kann doch nicht über den Kopf meiner Tochter hinweg auf Ihren Wohnraum verzichten. Das lag doch in Ihrer Hand, Sie wurden doch zuerst gefragt. Ja, bitte, da sprach ich doch, aber für diesen Schulze mit TZ. Eben. Wir müssen das ändern. Sie müssen bleiben und ich muss räumen. Der Herzog ist weg, ich denke gar nicht dran. Fräulein Schulze? Kleinmann. Fräulein, dann werde ich jetzt die Situation hier aufklären. Wenn Ihnen das jemand glaubt, mich müssen Sie inzwischen entschuldigen, das Sportfest ruft. Ich fühle mich in Bombenform. Vielleicht werfe ich Rekord. Schauen Sie doch mal vorbei. Aber wenn es geht, nicht in diesem Umweltschutzanzug. Umweltschutzanzug, das ist die neueste Imkermusterimport. Seit einer halben Stunde warten der Zug. Entschuldigen Sie, meine Herren. Beeilen Sie sich bitte. Ich muss zu meinem Vortrag.
Was? Herr Schuft. 25, 26, 27. Herr Schulze. Schriftsteller. Ja, ja, ich weiß. Ja. Vielleicht ein neuer Einfall. Ja, ein neuer Einfall. Ihr Fräulein, Fräulein Schulze, ne? Ja, Fräulein Schulze, meine Mutter und ich, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie bis Montag bei uns auf unserem Sofa nächtigen würden. Oh, und wie ich mich freue. Tatsächlich? Ja. Och, die Möbel, die stellen wir einfach im Möbelfundus unter. Ach, das ist doch nicht nötig. Die können doch auch im Freien lagern. Ein bisschen Regen schadet doch diesen alten Kisten nichts. Nee, so weit dürfen wir nicht gehen. Die werden wir ganz behutsam befördern, ja. Wenn Sie meinen? Ja, sehr, sehr ulkig, ja. Also dann, auf Wiedersehen auf meinem Sofa, im Theater. Hallo? Nanu? So allein? Wo sind meine Möbel? Ja, das weiß ich doch nicht. Wo meine Möbel sind? Na, glauben Sie, ich habe sie verscheuert. Für so hinterhältig hätte ich sie nicht gehalten. Ich suche vergebens Ihre Sportskanone, währenddessen räumen Sie mir meine Möbel aus der Wohnung, Pfui Teufel. Also ich schwöre Ihnen, ich bin daran unschuldig. Haben Sie denn die Moni getroffen? Nein, aber das spielt wohl im Moment keine Rolle. Ja, und den Speer? Den habe ich in der Straßenbahn stehen lassen. Na, dann wird sie ja kaum einen Rekord werfen. Da muss ich Kaffee kochen. Ich gehe Wasser aufsetzen. Bleiben Sie hier. Ich will wissen, wo meine Möbel sind. Das ist vielleicht das Fundbüro. Ach. Schulze? Ja, oder besser, bei Schulze. Wer ist der? Ach ja, lieber Weichmann. Ach, das ist ja nett. Ja, ja, ich höre. Nein. Sie hat verzichtet? Das, also... Was hab ich? Das ist ja nur ganz erstaunlich. Ach, der Dallmayr war hier. Nein. Nein. Ja, aber die Möbel sind verschwunden. Wo sind sie? Ja, wo sind sie? Im Möbelfundus untergestellt. Wer war das? Naja, Sie haben ja selbst auf die Wohnung verzichtet. Bitte. Also, Petra Schulze. Herzlich willkommen, dass ich nicht lache. Haben Sie das veranlasst? Ich kenne Ihren Herrn Dallmann oder Meier nicht. Wie kann ich da Ihnen gegenüber auf Wohnraum verzichtet haben? Was? Ach, der Peter Schulze war dabei. Ach so, wer war dabei? Moment mal, bitte, Moment, wer war dabei? Also jetzt hören Sie mal zu, ich habe diesen Herrn Dallmayr nie gesehen. Na. Was soll ich machen? Also jetzt ist er verrückt geworden. Ich soll alles aufschreiben, was wir hier erleben. Also das ist doch der Gipfel, das haben Sie doch alles inszeniert. Ja, das ist doch irgendeine schriftstellerische Laune von Ihnen, der Genius der Fantasie. Also ich bin genauso überrascht wie Sie. Aber dieser Dallmayr muss Gesprächspartner gehabt haben. Und ich weiß auch schon, wen. Ja, wen denn? Ihren Vater. Wieso mein Vater? Und dann ist diese Muli dazugekommen und die beiden... Ist alles klar. Kommen Sie, wir müssen den Dallmayr finden. Na ja, gut, Moment. Wer behält diese Wohnung? Na, das... Wo ist mein Speer? Oh. Mit einem geborgten 48 Meter geworfen. Ach, das ist ja toll. Ist das weit? Ach, kommen wir zur Sache. Ja, wo ist mein Speer? Ja, den hat Fräulein Schulze, danke, in der Straßenbahn stehen lassen. Was, meinen Speer? Ja. Wo sind meine Möbel? Was gehen mich Ihre Möbel an meinen Speer? Na Moment, haben Sie nicht mit einem gewissen Herrn Dallmayr hier über meine Möbel verhandelt? Ach, Sie meinen den Wohnungsfristen? Sicher? Ja, der war hier und Ihr Vater auch. Und der gewisse Herr Dallmayr hat uns für euch gehalten. Was? Und dann hast du auf deinen Wohnanspruch hier verzichtet. Ja, ich bin ein schwaches Weib, soll ich mich... Mit Männern streiten? Oh, das ist doch ein raffiniertes Luder. Ja, da muss ich allerdings auch sagen, dass du ist nun... Für dich habe ich doch die Wohnung gerettet und jetzt beschimpfst du mich auch noch. Also, Sie werden diesen Dallmayr suchen. Los. Ich werde meinen Speer suchen. Los. Hallo. So, Freunde. Ist das Ihr Wurfgerät? Ja, natürlich. Wo haben Sie ihn gefunden? Ja, die freundliche kleine Schaffnerin. In der niedlichen kleinen Straßenbahn, die hat das Ding, warten Sie mal, ach so, die hat das Ding für einen Teil meiner Ausrüstung gehalten. Ja. Danke, 50 Meter werde ich morgen damit werfen. Ich verbitte mir, meinen Vater zu küssen. Dein Vater ist auch nur ein Mensch, nicht? Ne? Statten?
Sag mal, und darum hast du auf meinen Wohnraum verzichtet, wie? Oh nein, mein Kind, das war nun wieder ganz anders, weißt du? Ja? Mitten in meinem Vortrag, da fiel mir plötzlich mein Irrtum ein. Ich also runter vom Podest und den Dallmayr gesucht. Zwei Stunden im Theater habe ich ihn dann gefunden. Der muss gleich hier sein mit seiner Truppe. Ach, und mit meinen Möbeln. Ja, darüber haben wir ja gar nicht gesprochen. Willi? Papi? Ja, aber dein Papi hat um deinen Wohnraum gekämpft, mein Engelchen. Und ich habe nämlich widerrufen, mein Fräulein. Jawohl, ich habe widerrufen als Peter Schulze mit TZ, habe ich widerrufen. Ja. Und um Entfernung meiner, das heißt, seiner Möbel gebeten. Und Egon versprach, dem stattzugeben. Egon Dallmayr, mein Kind, ein wunderbarer Mensch. Und einen Kräuterlikör hatte der am Schreibtisch. Einsame Klasse, den muss man sich merken. Stich Pimpuli Bock Forzolorum. Oh Gott! Was ist denn los? Habe ich was falsch gemacht? Mein Vater, ein Trinker. Ich fürchte, die kommende Nacht werden wir in dieser Kiste schlafen. Ja. Was? Möchtet ihr vielleicht ein Bonnekamp? Hatte einen Kräuterlikör. Wie hieß das Zeug? Stichlingslikör. Das ist ja nur auch ganz egal. Die Wirkung war verheerend. Ruhe! Ruhe! Nein, nein, das kam ja noch nicht. Erst gingen ja Bernhard und Muli. Ruhe! Naja, aber doch erst später. Erst haben wir doch die Couch durch den Schrank gehievt, damit Sie wenigstens schlafen können. Schlafen, dass ich nicht lache bei der Klapperei. Ich habe leider keinen weichen Bleistift. Aber dafür gleich die Geschichte fertig. Welche Geschichte? Na, unsere. Alles, was wir in den letzten 36 Stunden hier in diesen 8 Wänden erlebt haben. Was bezwecken Sie denn damit? Naja, Sie wissen doch, das hatte doch der Weber Weichmann empfohlen. Und vielleicht kann man wirklich mal was draus machen. Ach, und deswegen stehlen Sie mir die Nachtruhe? Ach, na nicht doch. Haben Sie über mich auch geschrieben? Ja, natürlich. Kann ich's lesen? Naja, also lieber erst nach dem Umzug. Feigling, da werde ich ja wohl gleich das Theater wechseln können. Ach, Gott. Wie geht denn die Geschichte aus? Mit oder ohne Happy End? Ich weiß nicht. Ich denke, sie ist fertig. Naja, bis hierher, bis zu ihrem Erwachen. Was nun auf uns zukommt, das weiß ich so wenig wie Sie. Wie könnte es denn weitergehen? Oder wie könnte es weitergehen? Ich könnte jetzt zu Ihnen rüberkommen. Ich wollte sagen, es könnte jetzt an der Tür klingeln. Nein, das ist... Es hat an der Tür geklingelt. Also, das ist ja nicht so. Och, mein liebes Fräulein Schulze, ich bin untröstlich. Vorsicht, die Möbel. Herr Dallmayr, Sie sollten mal in der Luft zerreißen. Moment mal, Ihr Herr Vater hat Sie bitte meinen Vater aus dem Spiel. Sie sind schuld an den ganzen Schlamassel. So was Idiotisches. Aber die Möbel sind doch schon fast wieder eingeräumt. Ich gebe Ihnen 5 Minuten Zeit. Ja. Sehr ulkig, leise. So sieht also ein Schriftsteller bei der Arbeit aus. Schriftsteller bei der Arbeit aus. So. Herr Weber Weichmann, ja, was machen Sie denn hier? Als interessierter Dramaturg sehen, wie weit mein Werk, ich meine unser Werk, gediehen ist. Sie haben doch hoffentlich alles aufgeschrieben. Ja. Chronik eines Wochenendes, ist doch eine Menge passiert, darf ich, ja? Ja, natürlich. Herr Dallmayr, noch 4 Minuten. Dallmayr?
Dallmayr. Jetzt beginnen bei mir die kleinen grauen Zellen zu rotieren. Dallmayr, Herr Weber-Weichmann, kneifen Sie mich mal. Oh, Mensch, doch nicht richtig. Sie verrückt. Sehr ulkig. Und wo ist die Sache mit dem falschen Dallmayr? Ach nee, das konnte ich ja nicht wissen. Herr Weber-Weichmann. Ich, Herr Dallmayr? Ja, das ist nicht Dallmayr, das ist Weber-Weichmann, der Dramaturg am hiesigen Theater. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Fräulein Schulze, als Weber-Weichmann. Das wird sich in spätestens 3 Minuten herausstellen, Herr Weber-Weichmayr. Mann, bitte. Ja. Ach so. Ja, ich glaube, ich bin Ihnen eine Erklärung schuldig. 2 Minuten 40 Sekunden. Das wäre sehr schön. Ja, ich werde mich beeilen, ja. Müssen. Ja. Das war so. Die neue Spielzeit stand vor der Tür und wie immer damit natürlich der Ruf wie in jedem Jahr nach dem heiteren Gegenwartsstück, dem Lustspiel, ja der Schrei nach dem Schrank, immer der Schrank. Und in wessen Kompetenzen fällt es, ich meine, wie obliegt es, den Heißhunger nach der Komödie zu stillen, mir, dem Dramaturgen. Ja, noch 2 Minuten und der Heißhunger nach der Tragödie ist gestillt. Kinder, ich hab doch nicht gewusst, wo ich den heiteren Stoff hernehmen sollte. Und da erzählt die mir Dallmayr, die gibt's also wirklich, ja sehr ulkig, dass er beinahe 2 neu engagierte Kollegen, unterschiedlichen Geschlechts natürlich, und jetzt kommt der Knüller, fast gleichnamig in ein und dieselbe Wohnung eingewiesen hätte. Und haben Sie aus dem beinahe ein tatsächlich gemacht? Das ist doch sehr ulkig. Ach, ulkig, Fräulein Schulze hat ihren Verlobten verloren. Oh. Ja, naja, ich meine, so richtig verlobt waren wir ja nur eigentlich schon nicht mehr, ne? Nein. Aber Herr Peter Schulze, für ihn bestand noch die Chance, am Sühnetermin seine Ehe zu retten. Ja, das ist, ja, naja, also theoretisch. Praktisch war da überhaupt nicht zu retten. Naja, hätte Dallmayr ja hätte. Sie haben doch kein Recht, Schicksal zu spielen, Mann. Mensch, das Kind ohne mein Dazutun, da wären Sie doch nie auf den Einfall gekommen. Ja, ich komme aber gleich auf einen anderen. Wenn Sie nicht augenblicklich meine Wohnung verlassen, dann vergesse ich mich. Raus! Im Ernst? Herr Schulze? Raus, habe ich gesagt. Na, dann nehmen Sie wenigstens Vernunft an, Fräulein Schulze. Sie reden von Vernunft. Ich würde eilen, Herr Weichmayr. Ja. Unerhört eilen. Peter Schulze mit TZ soll ungeheuer jähzornig sein. Oh, wer hat denn das gesagt? Na, Sie könnten es doch werden bei dem Dramaturgen. Ja, das stimmt. Raus. Oh, Kinder, und das ist der Dank. Aber Sie werden noch vor mir auf den Knien liegen. Das schicke ich nämlich zum Fernsehen. Die machen einen Dreiteiler draus. Oh. Einen Fünfteiler. Und jetzt? Ja, ich weiß es nicht. Mein Manuskript. Der hat mein Manuskript geklaut. Na, was wollten Sie denn noch mit der Geschichte? Ach so, ja, zerreißen, was sonst. Ja, ja, na, was soll denn jetzt werden? Ich weiß es nicht. Na, aber irgendetwas muss doch geschehen. Also, ich kann so nicht weiterleben. Ja, denken Sie denn etwa ich? Was stört Sie eigentlich im Besonderen daran? Der Schrank, Liebling. In erster Linie der Schrank.